So, guten Morgen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber wenn ich da unten links schon wieder hingucke und sehe, dass ich 844 Abonnenten habe, kann ich nur sagen, danke. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht mehr, was ich da noch groß sagen soll. Es ist halt wirklich krass, wie viele Abonnenten dazu kommen. Die Wiedergabezeit wird nach oben geprügelt. Im Livestream eigene Rekorde gebrochen, also für mich eigene. Da hatten wir zur selben Zeit 18 Zuschauer. Für mich persönlich, ich finde das viel, weil ich mache ja eigentlich nichts. Ihr seht bei mir kein Top-Gameplay oder so. Da haben wir genug andere auf YouTube und Twitch. Sondern ihr seht eigentlich nur einen kompletten Random-Spieler. Aber ich kann immer wieder nur sagen, danke dafür. Und ihr werdet dafür auch mit Sicherheit noch entlohnt. Aber was unten den Code betrifft. Ich kann dazu nur eins sagen, der Code wurde immer noch nicht geknackt. Entweder ist der Marcel, der den Code schon zweimal hintereinander geknackt hat, nicht dabei, ihn zu knacken, aber er wurde halt einfach noch nicht geknackt. Und es ist anscheinend doch ein bisschen schwieriger. Also ich würde sagen, wenn er bis morgen, wenn ich von der Arbeit wiederkomme, nicht geknackt ist, dann gebe ich euch die drittletzte Zahl auch noch. Weil nicht, dass ihr noch auf irgendwelchen Seiten gesperrt werdet, weil ihr zu oft den Code eingegeben habt. Aber ich habe ja gesagt, es wird definitiv Skin-Verlosungen geben. Wie das genau abläuft, kann ich noch nicht genau sagen. Ich wollte mir halt da schon irgendwo was Faires einfallen lassen, so dass die Leute, die halt mehr da sind, sei es im Livestream oder auch in den Kommentaren, mehr die Chance haben, was zu gewinnen, als die, die einmal ein Video gucken, schreiben einmal ihren Namen rein. Also, deshalb fangt schon mal ruhig an, schreibt euren Epic-Namen unten in die Kommentare rein. Und damit habt ihr schon mal den ersten Schritt gemacht. Dann natürlich, ich werde kontrollieren, ob ihr abonniert seid. Gerne ein Like aufs Video da lassen, weil das hilft jetzt alles weiter, damit auch ihr weiterkommt. So, dann vergesst nicht, mir eine Freundesanfrage zu schicken an yt-familyhack. Weil wenn ich die Skins verlose, sollten wir schon befreundet sein, weil ansonsten kann ich den Skin nicht rausschicken. Weil dann steht nämlich da, nein, das geht erst nach 2 Tagen. So, jetzt gehen wir mal rein in den Shop. Ich habe schon heimlich reingeguckt und muss sagen, es ist nicht schlecht. Nämlich Fußball-Zombies. Gucken wir mal rein. Ach, mit einer roten Karte das Rückenaccessoire. Aber diesen Gesichtszug hatten wir doch noch nie, oder? Hatten wir schon mal so ein Gesicht? Mein Controller macht nicht mit. Oh, wenn kein Kabel angeschlossen ist, dann geht's auch nicht. Warum auch immer. Dann machen wir das Ganze mit der Maus. Also ich weiß nicht, das Gesicht, hatten wir das schon mal? Also mir sagt das Gesicht persönlich gar nichts. So, Tränen ist jetzt gerade ein bisschen ganz schlecht. So, Nummer 14. Das wäre natürlich auch noch nice, wenn man die Nummern ändern könnte, weil man sieht ja die Nummer am längsten, sage ich jetzt mal. Man sieht seinen Skin ja selten von vorne. So, dann haben wir hier das passende Rückenaccessoire. Eine Hand, die aus der Erde rausguckt. Ach, das soll die Insel darstellen, oder? Ja, könnte. Und mit einer roten Karte, also auf jeden Fall nice gemacht. So, dasselbe nochmal in einem anderen Stil. Auch derselbe Rücken. Aber da gefällt mir der hier auch schon besser. Der hier ist halt so ein bisschen Rette die Welt mäßig und der ist halt, weiß ich nicht, sieht OG aus. Natürlich dasselbe Rückenaccessoire, aber der Skin gefällt mir schon besser als der davor. So, dann haben wir hier noch eine etwas kräftigere in einem lila Ton. Rückenaccessoire auch dasselbe. Aber da ist hier der Mund immer auf und zu, Mann. Boah, die Augen, die sind voll am Schwimmen. Okay, wie heißt der Verein? Zombie League. Also, wir spielen in der Zombie Liga. So. Dann haben wir sie hier. Die auch noch? Ja. Dann haben wir die hier noch. Aber ich finde es gut, dass sie wirklich verschiedene Gesichter genommen haben. Also wirklich durch die Bank komplett andere Skins. Aber kostet natürlich jeder trotzdem einzeln 1200 V-Bucks. So, dasselbe haben wir bei der männlichen Variante. Die haben aber als Rückenaccessoire den Fußball. Ich finde, der sieht aber auch recht gut gelungen aus. Also Augen hätten sie nicht gebraucht, das haben sie gut gemacht hier mit den
Mundwinkeln in den dunklen Feldern, da sieht es eigentlich schon aus wie ein Auge. Also es ist eigentlich recht nice. Gucken, ist der vom Rücken wieder so komisch angeklebt. Ja, gut, aber wie sollen sie es machen? Wenn er hier so über die Schulter geht, der Ball, wäre natürlich auch komisch. So, da gehen wir hier auch mal gerade alles ganz durch. Ich finde, das sind alles neue Gesichtsskins. Also der sagt mir auch nichts. Gucken wir mal weiter. Ich finde die schon gut gelungen, also ohne Quatsch. Und für 12 Euro, ja, denkt dran, ihr müsst halt immer überlegen, ist es euch das wert? Spielt den dreimal und dann nicht mehr, das ist natürlich auch blöd. So, dann haben wir, okay, da muss ich sagen, der sieht komisch aus. Da hätten sie eine andere Frisur machen müssen. Von der Farbe her finde ich den eigentlich am besten, auch bei den weiblichen, aber hier die Frisur. Die Frisur geht gar nicht. Nein, nein. Oh Gott, wie sieht er denn aus? Ich würde behaupten, er hat den Kiefer gebrochen. Der ist mal richtig durch. Fei. So, ihn hatten wir schon. Ja. So, dann haben wir da auch alle durch. Und dann haben wir von gestern noch Delirium drin mit dem Rückenaccessoire. Gut, ist bekannt. Der Zauberstab, Kurzeffekt. Ja. Aber hatten wir, wie gesagt, gestern schon im Shop. Und dann haben wir hier die Shade mit einem neuen Stil. Okay. Ah. Ich weiß nicht, hier die Farben kommen jetzt immer mehr in Trend, ey. Vor 10 Jahren hätte keiner so eine Farbe mehr angezogen, heute Standard. Aber es wird schon wilder, glaube ich. So, gehen wir zurück. Dann haben wir. Ich dachte, soll es eine Angel sein? Nee. So, Fixierung, Fokuspunkt. Aha. Gucken, wie die Musik ist. Beziehungsweise der Ton. Ah, hört sich aber auch anders an. Aber nicht schlecht. Dann die Kürbislaternenlackierung. Die finde ich wiederum auch nicht schlecht. Kann mal gucken. Hier haben sie es wieder beim Boot gelöst. Ja, doch, das passt. Also die Lackierung kann man sich geben, auch mit dem Boot. Auch wenn ich immer empfehle, nicht das Boot zu benutzen. So, die war neu. Danach haben wir natürlich die rote Karte. Wenn Fußball da ist, muss die rote Karte mit dabei sein. Man kennt es. Mein Skin ist so groß, der kann nicht mal die rote Karte zeigen. So, dann haben wir die Raufboldin. Ja, ist halt so eine Marinesoldatin. So, und dann ein neuer Emote. Der ist nice. Und ist auch noch ein Fortbewegungs-Emote. Ey, das ist wirklich nicht schlecht. Boah, die Musik. Nicht schlecht. So, haben wir hinten im Shop was Neues? Ne, immer noch letzte Abrechnung. Das haben wir immer noch. Gut. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Sind ein paar nette Sachen dabei. Aber denkt dran, das ist halt eine Menge Geld. Und wenn ihr natürlich mal so einen Skin gewinnen wollt, gerne ein Abo da lassen. Schreibt euren Epic-Namen rein. Wie gesagt, nochmal. Euren Epic-Namen. Nicht euren PSN-Namen. Guckt, loggt euch von mir aus bei Epic Games selber ein. Guckt nach, wie er da heißt. Nicht wie euer PlayStation-Name ist, sonst funktioniert das nicht. Weil sonst mache ich irgendwann eine Auslosung und dann gucke ich, gebe den Namen ein, mache Freunde hinzufügen, weil ich dich hier in der Liste nicht finde. Jetzt haben wir 100 Leute. Ja, 105. Sagen wir, ja doch. Ja, 103. Und wenn ich dich dann nicht finde, kann ich den Skin nicht hängen. Heißt, verloren. Und dann kommst du am nächsten Tag, ja, wo ist denn mein Skin? Ich denke, ich habe gewonnen. Ja, wenn ich den nicht schicken kann, dann geht das halt leider nicht.
Also wie gesagt, auch eine Freundesanfrage am besten schicken an yt-familyhack, weil was ihr teilweise in die Kommentare schreibt, da fehlen die Unterstriche, die Bindestriche und ich probiere hier nicht aus, welcher Name jetzt wirklich genau der richtige ist. Da habe ich hier am Ende 5 Leute drin und davon ist einer der richtige. So, dieser Marvol, Grüße gehen raus an der Stelle, er hat's richtig gemacht. Freundesanfrage schicken, zack. Und wenn ich zum Beispiel jetzt am Dienstag einen Skin verschenken würde oder verlosen würde, er könnte ihn bekommen. Hast du mir noch keine Freundesanfrage geschickt, könntest du halt noch nicht gewinnen. Das muss euch halt einfach bewusst sein. Ihr müsst halt in meiner Liste drin stehen, weil ich werde euch definitiv nicht eintragen, aber schreibt euren Namen auf jeden Fall in die Kommentare, falls ich nämlich hingehe und mach's doch über die Kommentare. Also in dem Sinne, bisschen Arbeit für euch, aber wenn ihr am Ende einen Skin bekommt, zum Beispiel hier so einen, zack, zack, da müsst ihr auch ein bisschen was tun. Geschenkt ist der Tod und dann immer der, den müsst ihr mit dem Leben bezahlen. So, jetzt wollte ich aber sagen, war's das mit dem Video. Denkt dran, gebt nicht so viel Geld aus und in dem Sinne, haut rein.